sollte es ganz nah, aber wieder unten sein. Sehr gut, eine Tür bin ich manchmal. Also man kann es schon ganz gut erkennen, warum das so heißt. Die erste Welle, die Sie sehen, ist eine mathematische Welle, nämlich die Sinuskurve. Wird jetzt immer größer und größer und irgendwann kann unser Auge nur noch Chaos erkennen. Und das dauert nicht lang, bis wieder eine neue Ordnung sichtbar wird. Jetzt haben wir eine Vierfachverschwingung. Und wir wissen ja, wenn wir sprechen oder ein Lied singen oder Musik erzeugen, dann entsteht immer Schwingung. Und Schwingung ist immer in sichtbarer Form einer Welle. Und eine Dreifachverschwingung oder eben schnelle Wellen oder mehrere Wellen, so sieht eben ein hoher Ton aus. Das heißt, hohe Töne haben einfach schnelle Wellen und viele Wellen. Hoppe ich ja. Ich kann noch mal auf die Bordesbeet lassen sehen. Okay. Oh, mooi. Und so sieht auch unser DNA. Ja. Seht ihr das wel, Paul? Ja, alles vormen in. Ja, schön. Dan weer naar de. Af en toe komt synchronisatie. Ja. Jetzt hat sich das genau umgekehrt, geht genau verkehrt auf die andere Seite zurück. Hoppe ich ja. Dann haben wir wieder die Dreifachverschwingung. Ja, ich bin natürlich im Prinzip. Dann kommen sie wieder in die andere. Ja, das sind Kolfjes. Und wenn Sie genau schauen, jetzt kommen wir wieder zum ganzen Anfang zurück, nämlich zu unserer Sinuswelle. Und jetzt bewegt sie sich aber auf uns zu. Vorher hat sie von uns weggeschwungen, jetzt schwingt sie auf uns zu. Kijk, nu kommt sie wieder. Das sie im Gehirn war, sie. Das Geheimnis dahinter ist im genau berechnet. Also die Kugeln sind eigentlich alle gleich, die sind alle ca. 7 Kilo. Nur die Länge der Seile ist unterschiedlich, deshalb schwingen die auch. Und Sie sehen ihn schon, es ist jetzt nicht genau eine perfekte Reihe. Die Rosane schwingt ein bisschen aus. Und es ist deshalb, eigentlich sollen die alle in einer Reihe schwingen, aber je nach Witterung verstimmt sich das halt wie ein Instrument, das bei Sonne zum Beispiel immer höher wird. Und deshalb, das muss man jeden Tag nachstimmen. Wir haben so um 9 gestimmt, jetzt hat sich schon wieder verstimmt. Das wurde eigentlich nicht gestimmt. Morgen früh wird es schon wieder nachgestimmt. Sonst wird es nicht perfekt laufen. Hoppe ich beginne wieder von vorne, es dauert ca. 10 Minuten, bis das fertig ist. Wirklich drei perfekte Durchgänge geht es durch. Wir schauen uns das jetzt nicht so an, es ist ein bisschen zu heiß. Wir gehen jetzt weiter und schauen uns noch. Nein, es wird schon zu heiß sein. Ich glaube, wir schauen jetzt auf ins Haus, das wäre hier, glaube ich, am besten, weil es ist schön kühl.